Vielleicht ein Beispiel, wenn ich nirgendwo nicht sicher bin, dann habe ich auch schon gesagt, das sei ein Dogma. Ich gehe zwar davon aus, dass es stimmt. Gut, es gibt in der Wissenschaft vielleicht bessere Begriffe, aber weil es mit der Religion eben auch zu tun hat, also es gibt Vergleichssysteme, das sind Religionen und dort gibt es das Dogma, das ist aber dann dort erklärt. Das ist jetzt einfach eine Setzung, die wir machen. Es ist wie ein Axiom, dass man, aber bei mir ist es dann klar, oder? Das ist dann, da weiß ich, das ist so, das stört mich natürlich, ein Dogma. Und deshalb weiß ich, das muss man dann noch einmal weiter, noch einmal genauer anschauen und schlussendlich das Dogma dann auflösen und wirklich zur Erkenntnis kommen. Und die gibt es hier, großer Unterschied, Glaubenssysteme und mit Dogmas und etwas glauben müssen. Und hier geht es um selber mögliche Erfahrungen. Und es geht um Kommunikation und um auch materiellen Erfolg. Das muss ich dort drin auch zeigen. Hoffe ich, dass ich das nicht nur die Entwicklung, die ich selber habe machen dürfen, durch Vorlesen zum Beispiel, es war ja für mich, ich war da wirklich, ich würde dem doch traumatisiert sagen, geistig, also einfach von wirklich Lehrern, die schlimm an mir gearbeitet haben, konnte nicht den Text vortragen, überhaupt nicht. Meine Mutter schon, die hat sogar in der Kirche auf dem Abo oder wie das heißt, hat vorgetragen in der katholischen Kirche drin. Und mein Vater auch, der hat natürlich Vorträge gehalten, aber ich konnte das nicht. Das war schlimm, oder? Und dass ich das jetzt in den letzten erst paar Jahren habe ich das doch, also für mich bin jetzt zufrieden so. Und wenn ich mal, wenn ich manchmal auch noch denke, ich könnte das nicht und mich dann auch einsam mache deswegen und dann Probleme erhalte, dann muss ich mir das auch wieder hervor. Es ist eine Traumatisierung, aus der ich hervorkomme, geheilt und bin auch in einem Gespräch auch mit einer Traumatologin. Bin gespannt, die hat sich auch mit Schamanismus beschäftigt. Ob dann vor dort mit einem Gruß jetzt wieder, würde mich sehr freuen auf die in Aussicht gestellte Rückmeldung. Ich glaube jetzt nicht mehr länger werden. Es wird problematisch, 3 Viertelstunden jetzt und Ihre Zeit nicht übernutzen. Wir sind sozial, aber wir dürfen nicht ausufern. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Freitag, den 10. September 2021. Machen Sie es gut.